Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Point-and-Click-Adventure-Let's-Play und zwar The Curse of Monkey Island, Monkey Island 3. Ich freue mich extrem auf dieses Spiel. Ich habe das in den letzten Monaten immer mal wieder spielen wollen, es aber nicht gemacht, damit es mir nicht bei diesem Let's Play in Anführungsstrichen langweilig wird. Bei diesem Spiel kann es einem eigentlich nicht langweilig werden, aber ihr wisst, wie das ist, wenn man ein Spiel innerhalb von kürzerer Zeit mehrmals gespielt hat, dann ist es irgendwann blöd. Das letzte Mal ist, keine Ahnung, 2 Jahre her oder so. Ich kenne es auswendig, wirklich. Ich habe es so oft gespielt, aber ja, es macht immer wieder Spaß und ich freue mich, dass ihr diesmal mit dabei seid. Ja, es ist also wie gesagt Teil 3 der Serie. Wer etwas über Teil 1 und 2 erfahren will, der möge einfach bei Wikipedia oder so die Geschichte nachlesen. Man muss es nicht kennen, um dieses Spiel zu mögen, zu verstehen, wie auch immer. Ich würde sagen, wir legen jetzt auch einfach mal direkt los. Und natürlich nehmen wir die schwere Variante. Geschichte von 1002 Seemännern, aber mit mehr Rätseln. Pjong! Los geht's mit dem Vorspann. Und dem wahrscheinlich tollsten Titellied aller Zeiten, neben Theme of Laura. Logbuch des Captains, Guybrush Threepwood. Seit Tagen verirrt auf hoher See. Ich habe weder Mannschaft noch Navigationsinstrumente. Kein Proviant außer einer halben gepökelten Wurst. Und wenn ich nicht bald auf etwas zu trinken stoße, ist es aus mit mir. Allein die Hoffnung, meine geliebte Elaine zu finden, hält mich aufrecht. Die Suche nach dem berühmten Schatz Big Whoop hat mich in diese missliche Lage gebracht. Ich hatte gedacht, er würde mir zu Ruhm und Ehre verhelfen. Doch stattdessen hat er mich direkt in die Fänge von meinem Erzfeind getrieben, dem Zombie-Piraten LeChuck. Er wollte sich an mir rächen, weil ich seinen bösen Plan durchkreuzt habe, Elaine zu heiraten. Bin sehr, sehr durstig. Nur ein einziges Glas frisches Wasser und ich hätte vielleicht wieder die Kraft, weiter zu segeln. Aber ich weiß ja, um mich herum gibt es weit und breit nur den Ozean. Wenn ich Land erreichen könnte, würde ich möglicherweise Trinkwasser finden und etwas zu essen. Obst vielleicht, um damit den Skorbut zu bekämpfen und meine Kraft wieder zu gewinnen. Vielleicht ein paar Bananen. Ach, warum quäle ich mich selbst so? Ich könnte mir auch ein Hühnchen und einen großen Krug voll Grog wünschen. Das bringt ja doch nichts. Oh, meine süße Elaine. Bin ich dazu verdammt, auf diesem Ozean zu verhungern? Ohne dein Gesicht nur noch ein einziges Mal wiederzusehen? Bin ich... Thank you.
Wie oft muss ich es dir noch sagen, LeChuck? Du bist nun mal einfach nicht mein Typ. Elaine? Bei meinem geronnenen Blut, du wirst lernen, mich zu lieben. Komm auf mein Schiff und ich mache dich zur Königin der Toten. Ich kann nicht, ich wollte mir die Haare waschen. Pfeif auf dein Haar, Mädchen. Siehst du nicht, dass dieser alte, salzige Seeleib sich so sehr nach deiner zärtlichen Berührung sehnt? Ich glaube nicht, dass mein Vater zustimmt, wenn ich mit einem Untoten ausgehe. Und du bist sowieso ein viel zu netter Geisterpirat für mich. Lass uns doch einfach gute Freunde sein. Sieh der Wahrheit ins Gesicht, LeChuck. Du bist ein widerlicher, verfaulter, boshafter Schurke. Nicht gerade das, was ich mir im Moment für eine romantische Beziehung wünschen würde. Sprich nicht in Rätseln, freches Weibstück. Was soll das bedeuten? Du bist ein blutrünstiges Monster. Du hast mich schon entführt, meine Freunde gefoltert und mir den einzigen Mann genommen, den ich jemals geliebt habe. Guybrush Threepwood. Oh, wie romantisch. Chef, ahoi! Threepwood! Fischt ihn raus. Guybrush? Guybrush Threepwood, bei meinen feurigen Eingeweiden. Ich weiß nicht, wie du meinem Jahrmarkt der Verdammten entfliehen konntest, aber meiner Klinge wirst du nicht entkommen. Da! Ah, das Schätzchen hat Courage. Bringt ihn unter Deck. Ich kümmere mich später um ihn. Macht die Beiboote los. Und macht unsere brennende Voodoo-Kugel bereit. Kapitel 1. Das Ableben des Zombie-Piraten LeChuck. Ich muss hier raus und Elaine helfen. Wenn ich nur durch diese Tür kommen könnte, dann könnte ich leicht die bewaffneten Wachen oben überwältigen, über Bord springen und ans Ufer schwimmen. Hör auf zu murmeln, Gefangener! Ich springe euch in die Luft, ihr miesen Hunde! Ja, ja, bla bla. Ja, da sind wir endlich nach diesem doch sehr schönen, aufschlussreichen Vorspann, wo doch schon einiges erklärt wurde, das ist gut. Ja, das sind also wir. Guybrush, ein mächtiger Pirat. Nein, nicht verschlossene Tür. Ich kann euch direkt sagen, warum der Guybrush heißt. Als das erste Spiel entworfen worden ist, hieß die Datei mit seiner Optik, er hatte da noch keinen Namen, bin vor Guy, ihr also Typ, Punkt Brush, Brush war die Dateiendung. Man hat einfach beschlossen, ihn Guybrush zu nennen, weil seine Datei so hieß. Ja, manchmal muss man einfach kreativ sein. Ihr trinkt Kielwasser und eure Mütter ziehen euch an wie Weiber. Ja, wir sind jetzt also im Schiff vom Zombie-Piraten LeChuck, der unsere Freundin Elaine heiraten will. Die will ihn aber nicht heiraten und die beiden sind gegenseitig. Vorab möchte ich aber mal eben in den Optionsmenü gehen. Wie ging das nochmal? So, das soll unser... Nehmt dies! Haben, können wir hier miteinander reden und untersuchen. Gar nicht. Ich wollte... Nein, das ist das Scum-Menü. Womit ging das denn? Nein. Eigentlich gibt es... Mal sehen, wie euch das hier gefällt. Egal, dann gehen wir mal eben ins Scum-Menü. Weil irgendwo... Ich lege eure Festung in Schutt und Asche. Das ist jetzt Pause. Nein. So, mir da, hab gerade aus Versehen, dass die Aufnahme beendet mit einer Taste. Ja, was ich euch ehrlich sagen wollte, es gibt im Original-Optionsmenü, wenn man irgendwie
die 3D-Beschleunigung oder sowas aktivieren, obwohl dieses Spiel das überhaupt nicht hat. Und dann kommt dann immer so, das geht nicht. Nein, ernsthaft, das hier ist nur ein Witz. Hör auf, hier drauf zu klicken. Das ist unglaublich cool gemacht. Und das hätte ich euch jetzt gerne gezeigt. Aber nun, also, wir sind immer noch hier drin und Guybrush langweilt sich. Wir gucken uns einfach mal um. Nein, so nicht. So kommen wir nicht. Schöne Kanonenkugeln. Sie sind zu schwer zum Tragen. Ich muss jetzt auch mal eben an den Soundeinstellungen feilen. Das gefällt mir nämlich nicht. Beides. Die Musik ist mir nämlich zu laut. Die Effekte auch. Die Kanonenkugel ist so laut. So, die machen wir auch ein bisschen runter. So. Ja. Okay, also tragen will er die nicht. Will er damit... Ach. Sprich mit Kanonenkugeln. Nein. Nicht? Na gut. Ich sehe ein Diorama der Kinder der Welt, wie sie in Frieden und Freiheit leben. Nein, warte. Das kann es nicht sein. Es ist einfach zu dunkel, um zu erkennen, was da drin ist. Dieses Diorama kommt aus It's a Small World, einer Attraktion im Disneyland. Ich habe meinen Dietrich nicht dabei. Wenn da jemand von euch stinkenden, elenden Unholden der Verdammnis drin ist, könntet ihr die Tür aufmachen? Es ist nicht, dass ich versuche zu fliehen oder so. Es ist nur so, dass ich gerne rausgehen und ein Getränk für Erwachsene genießen möchte. Na gut. Angucken. Hey, es ist eine der neuen selbstnachladenden Kanonen, von denen ich so viel gehört habe. Ich glaube, ich habe noch nie einen niedlicheren Piraten gesehen. Ja, mit einem künstlichen Bart. Bleib zurück! Was nehmen wir denn? Ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Das ist auch so ein Running Gag übrigens, aber das nehmen wir nicht, weil Leder ist blöd. Ei! Falschen Bart? Was ist denn? Wir nehmen den Bart. Trägst du einen falschen Bart? Blutnase, der Pirat würde niemals einen falschen Bart tragen. Tust du doch. Er ist an deinen Koteletten angeklebt. Genau genommen ist es ein Qualitätsbart. Aus den Brust- und Rückenhaaren von echten Piraten. Wie? Ich hoffe, er wächst an, wenn ich ihn eine Weile nicht wasche. Hey, warte mal. Du bist kein Pirat. Wally! Erkennst du mich nicht? Ich bin Guybrush Threepwood. Oh, sowas. Hallo, Mr. Wood. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, waren wir Gefangene in LeChucks Labyrinth. Warum heuert jemand wie du auf einem Schiff der lebenden Toten an? Nun, Mr. Brush, zuerst hatte ich meine Zweifel. Aber dank der Seminare und Motivationsvorträge von LeChuck und der Papageien-Audiobücher bin ich ein bösartiger Pirat geworden. Sie können das auch. Fragen Sie mich wie. Hast du irgendwelche Literatur da, die ich mir ansehen kann? Hier. Dieser Handzettel erklärt die Grundphilosophie, der ich folge.